Nicht von Anfang an. Wenn man jung ist, will man natürlich von Lehrerin bis Kriminalkommissarin bis Rechtsanwältin bis alles möglich werden. Aber letztendlich, ja, wollte ich dann Tierärztin werden. Es ist meine absolute Leidenschaft, ja. Ich könnte mir nichts anderes für mich vorstellen. Also ich sag mal so, man versucht das immer gut zu kaschieren, vor allem vor den Kunden. Man möchte natürlich der Nervosität auffangen, der Sorge auffangen, die Leute auch beruhigen. Aber tief im Inneren, hinter den Kulissen, merkt man schon, dass man schon arg mitfiebert. Also es ist auch Gesprächsthema abends in unserer Familie, wenn wir vorm Kamin sitzen und mit einem Gläschen Wein diskutiert man schon sehr, sehr oft über diese Tiere, über gewisse Patienten, die vielleicht was Schlimmes hatten oder denen man noch weiterhelfen möchte, diskutiert man, als ob das das eigene Tier wäre. Man nimmt schon die Arbeit mit nach Hause auf jeden Fall, weil, wie gesagt, wir haben selber auch Tiere. Ich kann schon nachvollziehen, wie die Leute empfinden. Also ich habe eine Mischlingshündin, dann habe ich einen deutschen Schäferhund, den haben wir damals gerettet, damit er nicht eingeschläfert wird, weil er schlechte Hüften hatte. Der lebt immer noch und er ist kerngesund, beziehungsweise er hat eine gute Lebensqualität, kerngesund ist er natürlich nicht. Und wenn man die Hüften begutachten würde, aber wir haben jetzt hier einen Bobtail und einen irischen Wolfshund. Also ich sehe sie leider nicht so oft, wie ich will, und weil wir ja sehr hart den ganzen Tag hier arbeiten. Aber ich muss sagen, es ist sehr rührend. Also ich komme nach Hause, die warten an der Türe, die kommen zu mir und die gehorchen dann aufs Wort. Ich denke, das liegt aber nicht daran, dass ich meine Tiere so gut erzogen habe. Ich glaube, es liegt eher daran, dass sie mir eine Freude machen wollen, weil die mich den ganzen Tag vermissen. Mein Hobby ist die Tiermedizin. Ich laufe auch sehr gerne mit meinen Hunden im Wald. Und ja, das ist eigentlich. Ich möchte nie die Möglichkeit verlieren, mich mehr zu lernen, über meinen Beruf besser zu werden, mich weiterzuentwickeln, um bessere Qualität der Arbeit anbieten zu können. Aber am wichtigsten ist eigentlich Gesundheit. Dass meine Familie und ich und alle Menschen überhaupt gesund bleiben und wir das dann auch alles machen können. Man ruft mich in meiner ersten Praxis damals an und ein Herr, es stellte sich heraus, es war der Mannschaftsarzt von einer bekannten Fußballmannschaft, und er ruft mich an und sagt, ja, der kleine Hund, der neue Hund von ihrer Kundin war in der Küche, der Koch hat aus Versehen eine Pfanne mit heißem Öl über das Hündchen geschüttet und ich glaube nicht, dass er es schafft, aber der Bodyguard bringt den Hund vorbei. Kommt ein sehr muskulöser, sehr großer Mann mit mehreren Waffen, mit weiteren 5 Männern, mit so einem ganz kleinen Hündchen rein. Das war Dingeling und Dingeling war hochgradig verbrannt. Lange Rede, kurzer Sinn. Dingeling durfte 6 Wochen bei mir zu Hause verbringen, 24 Stunden Betreuung, und Dingeling wurde wieder gesund. Mein Hobby ist meine Arbeit. Das ist das schönste Hobby überhaupt und ich fühle mich auch sehr, sehr glücklich, dass ich meine Arbeit so sehen darf und dass ich in meiner Arbeit so aufblühen kann. Es ist keine Arbeit in dem Sinne für uns, es ist wirklich eigentlich ein Lebenstraum, der sich gerade erfüllt.